Halogen! Wahrscheinlich jetzt ein Kurzfilm erwartet, aber den wird es heute nicht geben. Stattdessen habe ich mich heute bei Google eingeloggt und da ist mir was ins Auge geflogen. Wir machen einen Ausflug. Echt jetzt? Hallo. Okay. Hi. Na, wie geht's? Okay. So, wir sind mittlerweile im Auto. Da ist Licht. Da ist Finn. Hallo. Und da bin ich. Er weiß nicht, wo wir hingehen, aber wir werden die ganze Sache flogen. Also, los geht's. Und wo sind wir? Da, also, südlich von Berlin, nördlich. Folgt dem Nordstern. Welcher soll der Nordstern sein? Das ist der da, da, der helle da oben. Der da. Und woher willst du das wissen? War mal bei den Astrologen. Also, gib Gummi. Los geht's. All-time classic, ladies and gentlemen. We're so glad to see so many of your lovely people here tonight. And we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. Spaß vorbei. Wir haben auch gerade mal wenigstens so viel Spaß wie beim Proktologen. Eine Ewigkeit später. So, wir sitzen jetzt schon eine ganze Weile lang im Zug und Matti hat mir immer noch nicht verraten, wo es überhaupt hingeht. Wo geht's hin, Matti? Guck mal da, Zoologen! Irgendwann später. Nächste Station. Lichterfelde Süd. Wir fahren nach Berlin, nach Berlin, nach Berlin, fahren wir. Und Brust im Bus und auf und ab. Ja. Wird wohl nichts mit Dialogen, wa? Ein paar Sekunden später. So, Potsdamer Platz. Ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Ach ja? Wo? Ins Kino. Das ist schon mal nicht gelogen. Sag ich jetzt mal. Aber du weißt ja trotzdem nicht, wo ich bin. Ne, das stimmt allerdings. Wir gucken AQ for Venice. Dean DeHaan in den Hauptrollen ist quasi Shutter Island für Leute, die lange sitzen. So. Inzwischen. Okay, wir sitzen hier in einem Restaurant. Ich und Finn. Hier ist Finn. Ja. So. Und ich werde nicht sagen, welches Restaurant. Auf jeden Fall, die Gepflogenheiten hier sind sehr, sehr, sehr unnett, sage ich jetzt mal. Also ich habe dazu meine Pommes, die hier stehen. Ja, hier habe ich. Warte mal kurz. Habe ich Mayo verlangt.
Mayonnaise. Das weiße Zeug, was hier immer in den Mundwinkel ist. Auf jeden Fall habe ich das bestellt und ich habe das hier bekommen. Genau das. Also hier, das habe ich bekommen. Und wenn ich hier aufmachen würde, also hier, dann kommt der Ketchup raus. Genau da. Ja? Genau hier. Hier. Und ich hoffe, ihr wisst nicht, wo wir sind. Wenn ihr es rausfindet, kommt ihr nicht her. Ihr Slogan ist wohl Lügen und Betrügen und Belogen werden. So irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Belogen, verboten. Ich habe Mayonnaise bekommen. Seht ihr? So sieht Mayonnaise aus. Genau so. Nicht anders. Und das wollte ich euch nur mal mitteilen. Auf jeden Fall werde ich jetzt meine Pommes mit dieser Mayonnaise essen und meinen Burger mit Ketchup. Wir sehen uns gleich vor dem Kino. Danke. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Kino. Ja, ist einfach. So, guck mal, ein Arsch. Wo? Da? Ach da. Ah, die kenne ich schon. Woher kennst du den? Aus meinen Katalogen. Ah, okay, ist ja. Wie gesagt, wir gehen jetzt ins Kino. Ich habe schon die Karten und ich habe die Karten schon. Ich weiß immer noch nicht, welchen Film wir gucken. Ich hoffe nur, du hast Logan-Plätze bestellt. Ja, ich habe Logan-Plätze bestellt. Wir gehen jetzt ins Kino und gucken einen tollen Film. Und danach sagen wir euch, wie der war. Oh ja. Yeah. Und ist doch wohl Logan. Es wird nicht gelogen. Auf keinen Fall. Nein. Also unsere Meinung ist subjektiv und ehrlich und du brauchst dich nicht andauernd an deiner Lippe zu fassen. Das ist, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe voll die trockene Lippe. Ja, merk schon. Bis nach dem Film. Also. 2 Stunden später. So. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es? 3:28 Uhr nachts. Wie ihr schon erahnt habt, haben wir den Film Logan gesehen. Na, Logan? Ja, ungelogen, haben wir Logan gesehen. Und unser kleines Fazit, ohne den Film in irgendwelcher Weise zu groß zu spoilern oder so. Wir fanden ihn sehr gut. Wir fanden ihn sehr, 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 sehr ernst. Sehr anders. Sehr anders und ein schöner Schluss für diese historische Filmfigur. Wie ihr merkt, reden wir wirres Zeug, weil wir total übermüdet sind. Geht einfach ins Kino und seht ihn euch an. Habt Spaß dabei. Oh ja. Also ich fand ihn auf jeden Fall. Ich fand ihn auch sehr gut. Ein bisschen Blut, ein bisschen sehr viel Blut. Wusste. Und ja. wir fanden ihn sehr toll. Und hier die letzten Bilder von den Trailer. Wir verabschieden uns. Ciao. And you could have it all. My empire. I will let you down. I will make you hurt. I will keep myself. I would find a way. Logan, du hast immer noch Zeit.